und herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator 18. Ja, ich muss mal schauen, was wir jetzt hier eigentlich machen müssen, weil viel haben wir ja nicht mehr. Erstelle eine Strecke mit maximal 7 Haltestellen, welche beinhalten soll Schobergrounds, Siegwalden und die Speichen des Business Parks und fahre die Strecke. Was ich noch gerne machen würde, ist mir noch jemanden einzustellen. Ich muss mal eben schauen. Hier habe ich gar keinen Gewinn erwartet. Hier habe ich auch keinen Gewinn erwartet. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich glaube, wir haben das hier. Ist das nicht die Strecke? Oh, ich hasse es, wenn das hier immer wieder rausspringt. So. Schobergrounds. Nee, es ist tatsächlich nicht die Strecke. Okay, dann machen wir jetzt mal eine neue Strecke. So, zweimal Schobergrounds und dann müssen wir nach oben nach Siegwalden. Ich hoffe mal, dass die beiden jetzt hier dazugehören zu diesen Schobergrounds. Das heißt, wir machen hier diese beiden Haltestellen, dann Siegwalden, Lido. Lido. Ah, das ist der hier. Den nehmen wir noch mit dabei und Speichen des Business Parks. Oh, reden ist heute nicht meine Stärke. Mindestens 2 Haltestellen. Die Speichen waren hier in der Mitte in dem Kreuz. Ja, und das sind dann 5 Haltestellen. Wir müssen ja maximal 7 fahren. Dementsprechend speichern wir Eben das hat die jetzt mal. Stadtverwaltung angerufen. Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Gute Arbeit. Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo. Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin und zurückzubringen. Da steht aber nicht, dass ich das als Rundstrecke machen muss. Da steht nur, fahre die Strecke. Ich lese mir das lieber noch zweimal durch. Da steht nur, fahre die Strecke. Okay. Dann fahren wir die auch tatsächlich nur als Strecke und nicht als Rundstrecke. Ich gucke mal eben, Rundfahrt ist aus. Genau, dann fahren wir einmal. So. Dann stellen wir uns natürlich auch wieder neue Leute ein, aber ich glaube, das kommt dann eh beim nächsten. Ihr müsst schon vorne einsteigen. Ich muss wissen, wer von euch bezahlt hat, Leute. Guten Tag. Guten Tag. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, natürlich. Eine Woche, ein Standardticket. Bitte schön. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, natürlich. Eine Einzelkarte im Standard. Bitte schön. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Einzelkarte, Standard. Eieieiei, die anderen Ich haben das komme nie alles so mehr schön zu passend Fuß. gehabt. Busfahren macht echt total Spaß. Ja, ne? Ist richtig geil. Vor allen Dingen, wenn man mit mir fährt. So, die Kontrollen, Na die sind vor klar, allen Dingen ganz hier, lustig. bitte. Dankeschön, Dankeschön. Was? Was? Ach so. Ja. Hier. Geht doch ein bisschen freundlicher hier, ne? So, die Männer haben, glaube ich, alle bezahlt, wenn ich das richtig sehe. Der bleibt stehen, sehr schön. Einmal weiter geht's. Oh, ich muss mich jetzt wieder umgewöhnen. Ah, wir haben Rot. Oh. Ich muss mich wieder umgewöhnen, weil ich bin jetzt 2 Tage lang American Truck gefahren. Und ja, das dauert halt wahnsinnig lange, bis dann da der Truck überhaupt erstmal anfährt. Und ich muss mich erstmal wieder umgewöhnen, dass der Bus hier so schnell anfährt. Hilfe, Hilfe. Ich liebe Ampeln. Vor allem bei American Truck ist das unheimlich schlimm, finde ich. Also da steht man dann erstmal gefühlt eine Stunde rum, nichts passiert. Und man denkt sich, ja, in der Zeit hätte ich schon mal einen Kaffee trinken können oder so. Das ist keine Ahnung. So, irgendwo hier ist meine Haltestelle. Da möchte jemand da rein? Ja, es möchte jemand dahin.
So, ich dachte gerade, da wäre einer mit Gehbehinderung, aber anscheinend doch nicht. Ich glaube, ich habe ein Fahrrad gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Einen schönen Tag noch. Au revoir. Arrivederci. Ja, bitte alle vorne einsteigen. Ist hier nicht noch eine drin? Doch hinter mir, glaube ich, ne? So, braun, weiß, orange, hellblau. Also alle, die neu reingekommen sind, mit anderen Worten. Einmal die Fahrkarte, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Und ja. Hier bitte. Oh, Entschuldigung. Hier ist die Fahrkarte. Und können Sie nur mal weiterreden? Hier ist ein Foto meiner Katze, sie heißt Mouncy. Zeig mal. Zeig mir doch mal das verdammte Foto. Die wollen mir nie ihr Foto zeigen. Die reden immer nur davon, aber die Mouncy zeigen. Mouncy hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Ja, ich muss hier rum. Jetzt täusch hier nicht an. Der LKW-Fahrer hat angetäuscht. Der ist einfach losgefahren und dann hat er wieder direkt stehen geblieben. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im alten See in der Karte. 35, das sollte aber reichen. Ich musste gestern arbeiten. Wir verlassen Seaside Valley und kommen. Ich weiß gar nicht wohin. Ich hab's eben alles eingegeben und hab's schon wieder vergessen. Es ist auch wieder ein ganz anderes Fahren, wenn ich jetzt ehrlich bin. Also mit einem Truck finde ich persönlich wesentlich schöner zu fahren. Aber trotz der Länge sogar auch ein bisschen einfacher. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Ja, ne? Finde ich aber auch. Ich meine, gut, auf der Straße habe ich jetzt selten was liegen sehen bei uns, aber... Es ist wirklich schlimm, es ist wirklich schlimm. Ich kann es nur... Hey, haben Sie ein Schlaglochsuchgerät? Ja, tatsächlich. Das können Sie beim Aldi für 2,99 kaufen. Ich habe mir gedacht, warum nicht? Nimmst du mal eins mit und es funktioniert. Aber ehrlich, man bremst dann immer noch so voller Panik ab. Also ich. Und trotzdem erwischt man jedes Schlagloch. Ich weiß auch nicht. Parken in Perfektion. Ne? Finde ich auch. Alle Mann raus hier, alle Frauen bitte auch. Damit ich weiß, wer schon bezahlt hat und wer nicht. Aufstehen und abhauen bitte. Tschüss. Hallöchen. Ja, gerne. Einmal. Oh, ist das keine Seniorin? Standard. Danke. Gerne. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, ein Student, der bezahlt. Eine Seltenheit, aber nehmen wir gerne an. Danke. Gerne. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Für eine ganze Woche. Oh, das ist aber schön, dass Sie mit der Airline, wollte ich gerade sagen. Was? Die Braunen hinter mir hat nicht bezahlt. Okay. Na, wie ist das mit dem Ticket? Hier, bitte. Mist. Ich freue mich ja immer, wenn ich Schwarzfahrer anschaue. Es gibt Geld. Wir brauchen Geld in der Stadtverwaltung. Ah, nee, ich bin ein privates Busunternehmen. Oder wie war das? Festspeicher. Gut. Nein, 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 nein! Ihr könnt mich doch alle mal mit den Schlaglöchern. Man sieht es. Und kann trotzdem nicht, ich kann schon gar nicht mehr fahren, weil ich hier schon total geschädigt bin, dass hier Schlaglöcher kommen können. Man sieht es und kann trotzdem nicht ausweichen. Es ist doch zum Mäusemelken, ganz ehrlich. So, hier mache ich jetzt wieder Trick 17. Ich fahre wieder nicht zu schnell. Weil, wenn ich jetzt zu schnell fahre im Kreisverkehr, kriege ich irgendwie immer was abgezogen. Beziehungsweise, wenn ich über die Linie fahre, kriege ich immer was abgezogen. So, das sieht zwar jetzt bescheuert dann aus, aber... Dann kriege ich wenigstens nichts abgezogen. So. Ich habe Vorfahrt. Tut mir leid. Ich bin Anfänger, ja. Ich muss ein bisschen den Bus erstmal kontrollieren. Bin schon wieder eine Woche nicht mehr gefahren. Das gilt aber jetzt nicht als Schlagloch hier, oder? Das gilt wahrscheinlich auch als Schlagloch. Muss ich ganz langsam drüber fahren. Ach, ich hasse diese Dinger, ganz ehrlich. Also die Blitzer, ich will jetzt nichts heraufbeschwören. Toi, toi, toi. Aber da klappt es ja mittlerweile besser mit, dass ich die in der Regel schon sehe und dann entsprechend, ja, auf die Bremse drücken kann. Aber hört denn hier eigentlich so laut Musik? Ist das hier der Vordermann?
Soll ich mal aussteigen? Dir mal zeigen, was laute Musik ist hier? Dann klatscht das, aber kein Beifall. So. Ich bin Bus. Lass mich doch einer vor, ihr Idioten. So. Der ist auch viel direkter mit der Steuerung als der Truck, muss ich dazu sagen. Der ist nicht so direkt. Ich dachte gerade, es kommt das nächste Schlagloch. Ich bin jetzt wirklich geschädigt. Hier muss ich allerdings auch aufpassen, hier sind noch Fußgänger. Das ist jetzt beim, zumindest ist es mir noch nicht aufgefallen, beim American Truck oder beim Euro Truck 2 Simulator ist es nicht so. Beziehungsweise, ich habe es noch nicht bemerkt. Ich habe noch keinen überfahren, mit anderen Worten. Nee, aber ich glaube, die haben keine Fußgänger bei dem. Was sehr gut ist, weil man konzentriert sich auf alles, aber nicht auf Fußgänger. Ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Ja, dann schnell raus und die Blumen gießen, ne? Gutes Gelingen. Sind da noch Leute drin hier, ne? Eine Fahrkarte, bitte. Ja, gerne, der Herr. Eine Tagesfahrkarte im Standard. Das machen wir doch gerne. Danke. Gerne. Oh, ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Okay, aber kotzt mir hier nirgendwo auf die Sitze, ja? Also. Danke. Hi. Weißer Typ und die Oma. Hallöchen, was? Oma. Also, hier. Ja. Na klar, hier, bitte. Ich habe hier keinen einzigen Schwarzfahrer auf dieser Fahrt. Das gibt es doch nicht. Ey, bei der Oma habe ich jetzt so fest daran geglaubt, dass sie ein Schwarzfahrer werden wird. Ne? So fest daran geglaubt. Und sie ist keiner. Die Passagiere zurückgelassen, die sitzen ja alle im Bus drin. Oh, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Ist nichts mit zurückgelassen. Wenn jemand mitfahren wollte, dann wären sie ja schließlich eingestiegen. Leute, ach nee, wir sind nicht auf der Vorfahrtstraße, ne? Hier ist das wieder anders, oder wie war das? Ich hätte ja nie gedacht, dass es stimmt, aber Christina ist amputiert. Was? Christina ist amputiert, wusstet ihr das? Was zur Hölle? Das hätte ich nie gedacht. Wer ist Christina? So, Junge, fahr! War das ein... Die stehen alle. Fahr doch einfach über die Kreuzung. Wie blöd bist du? So, ich bin Bus, ich habe Vorfahrt. Ja, danke schön. Ich bin Bus, da haben wir wieder das Imbissdeutsch. Oder nennt man das dann Industriedeutsch, weil das ein Bus ist und kein... ja, man weiß es nicht. Nächster Halt, Ostspeiche, Endstation. Ja, ach so, Endstation, okay. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Auf Wiedersehen. Au revoir. Arrivederci. Tschüss. Ich bin zu müde, um noch mehr Sprachen zu sprechen. Tschüss. 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 So, ja, ja, das dachte ich mir schon. Die hinterlassen ständig Müll, die Leute. Die denken auch, ich bin hier eine Müllhalde oder so. Ich meine, immerhin werfen sie es nicht auf die Straße. Das ist ja schon mal gut. Aber dass sie es hier hinterlassen, finde ich auch nicht gut. Wir schließen das Ganze direkt ab. Ah, neues Wrap. Wir haben wieder was zu essen. Neue Farbe. Ja, also die Schlaglöcher, die muss ich mir leider antun. Aber ganz ehrlich, Passagier zurückgelassen, hallo? Da war keiner draußen, sonst hätte er einsteigen wollen. Und im Bus ist keiner aufgestanden, um rauszugehen. Also was der Quatsch immer wieder soll, ich verstehe es nicht. Na gut, wir haben es erstmal durch. Er zeigt wieder nichts an. Kommt da was? Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten.
Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich's vergesse, als kleinen Ansporn haben Sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Ja, was haben wir denn als nächstes? Landwirtschaft. Erstelle eine Strecke mit maximal 8 Haltestellen, welche beinhalten soll Agrikulturalzone und Industriezone. Moment, das machen wir jetzt erstmal hier. Machen wir mal ran, das werde ich mir ja nie merken hier. Achso, das sind die hier. Maximal 8 Haltestellen, das heißt, wir können auch wieder 6 machen. Das heißt, wir müssen quasi einmal... Fahren wir von da nach... Achso, ich sollte vielleicht erstmal auf neue Strecke klicken. Das wäre vielleicht einfacher. So, dann fahren wir erstmal die 3 Haltestellen hier rein. Und dann Industriezone müssen wir auch nochmal 3. Das heißt, wir fahren... Es ist ja ganz doof. Ja, komm. Fahren wir dahin, dahin. Und ich hoffe, das gehört dann auch noch komplett dazu. So, speichern. Ja. Und fahre die Strecke. Jetzt muss ich wohl mal eben kurz gucken. Das ist doch die, die wir davor gefahren sind hier. Ach so, die muss ich ja erst nochmal fahren, nachdem ich da jemanden eingestellt habe. Ah ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Das ist ungefähr immer die Hälfte. Lohnt sich das dafür, denn einen Fahrer einzustellen? Also hier würde es sich auf jeden Fall lohnen. Dann kaufen wir mal eben noch einen neuen Bus. Wir haben jetzt die ersten 2. Wir haben auch schon 3 freigeschaltet. Deswegen bin ich da nämlich so hinterher, noch einen Bus zu kaufen. Wir wollen ja alle Busse einmal haben. So, nee, ich will den nicht verkaufen. Ich will den einmal bearbeiten. Und zwar kommt da Werbung drauf, wie bei allen anderen auch. Anwenden. Zack. Wieso ist der erste jetzt eigentlich weiß? Leute? Ich habe die Werbung damals, sobald ich die freigeschaltet hatte, auf alle rangemacht. Einen Bussen zuweisen. Ja, ist mir egal, ob das 1000 kostet. Ich krieg ja Geld dafür wieder. Mann. So, jetzt ist das hier schon wieder nicht drauf. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ich lasse es jetzt einfach so. Es ist... Nee. Hier sieht man übrigens schön, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon mal zeigen konnte, dass... ja, dass sie sich halt verbessern. Also der Lehrling ist jetzt zum Gesellen geworden. Und der verdient natürlich ein bisschen mehr. Mach mal weg, damit ich hier was lesen kann. Wir stellen aber gerne einen Gesellen ein. Oder ist es immer besser, den Lehrling einzustellen? Aber ich nehme mal an, dass der Geselle auch mehr einbringen wird. War mal Rallyefahrer. Hat einen Ententeich im Garten. Ich glaube, die Welt stünde am Scheitelpunkt einer galaktischen Katalysmus. Ja, ist doch wunderbar. Komm, komm. Anna, dich nehmen... Anna, schönen Gruß hier auf dem Wege. Dich nehmen wir mit, Anna. So, da müssen wir uns aber ein bisschen beeilen, weil... Wo habe ich das denn jetzt gerade angeklickt? Hier war das, ne? Fahrer zuweisen. Anna fährt die Strecke mit dem neuen Bus. So. Und ich fahre jetzt die Strecke... Und muss mich ein bisschen beeilen, weil sonst die Folge viel zu lange dauert. So, auf zur Zuckerfabrik. Nächster Halt, Zuckerfabrik. Damit wir auch schön alle unsere Zähne kaputt machen können. Guten Morgen beim Zahnarzt, bei der Busstation. Eine Tageskarte, Standard. Ui, haben Sie das nicht ein bisschen kleiner? Nee, danke. Gerne, gerne. Eine Fahrkarte, bitte. Weiß. Einzelkarte. Ich muss mal gucken, wo mein Mauszeiger ist. Danke. Natürlich haben wir auch eine Anbindung. Ja, ne? Ist doch klasse. Haben wir denn auch bezahlt? Wir haben bezahlt. Okay. Augenblick. Okay, ich krieg heute mal wieder keine Schwarzfahrer hier. Hier, bitte. Ich merke das schon. Schön stehen bleiben. Ich habe Vorfahrt und ich habe geblinkt. So. Das war der Gegenverkehr. Moment, da muss ich rum. Ich bin das so schön gewohnt jetzt vom American Truck, dass man da immer... Ja, ihr könnt eh nicht weiterfahren, also lass mich mal eben durch hier.
vom American Truck, dass man da so Doppelstraßen hat, ganz viele. Sollte ich vielleicht mich wieder umgewöhnen bei dieser Fracht hier. Nächster Halt, Kornstraße. Landwirtschaft. Kornstraße. Ich dachte gerade schon. Möchte jemand raus? Ja, dann gehen sie auch. Tschüss. So. Bleib jetzt extra noch eine halbe Minute länger stehen, damit es nicht wieder heißt, von wegen, ich hätte irgendjemanden nicht mitgenommen oder so. Das ist natürlich Quatsch. Nächster Halt, Nutriborn Forschungslabor. Nutriborn. Nee, Nutrivor heißen die. So, ist eh vor der Straße. Oh, ist er ein bisschen schnell unterwegs. Es ist aber wirklich so eine Umgewöhnung von einem Truck auf Bus wieder. Ich weiß nicht, ob ich den eventuell noch ein bisschen anders einstellen kann. Den Bus. Weil beim Bus kann man mehr einstellen als beim Truck. Das ist mir schon aufgefallen. Aber der fährt sich auch wesentlich besser, muss man auch dazu sagen. Ja, ich weiß es doch. Ich habe versucht, gleichzeitig zu lenken, Gas zu geben oder habe ich gebremst, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, und gleichzeitig einen Blinker zu machen. Da kann man schon mal am Bürgersteig rankommen. So, kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, gerne. Ich muss mir nur merken, wem ich schon bezahlt habe. Wem ich schon verkauft habe und wem nicht. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja, natürlich gerne. Mehr verkaufen ist immer besser als weniger. So, danke. Gerne. Braun und der arrogante Typ in Blau. Oh nein, ich aha. Vergessen. So einen schicken Anzug anziehen, aber meine Karte nicht bezahlen können von ein paar Euro. Ja, ja, das haben wir gern. Klar. Hier, bitte. Wir haben unseren ersten Schwarzfahrer für heute erwischt, Leute. Sehr schön. Wir kriegen Zusatzgeld. Nächster Halt, Bootsbauergasse. Was? Bootsbauergasse? Okay. Fahren wir einmal hier die Kurve und müssen gleich gucken, dass wir ganz schnell nach links fahren. Ne, hier ist es noch nicht. Ich habe eine Vorfahrtstraße, glaube ich, ja. Alter. Schlagloch! Nein! Ich muss drum herum fahren. Es hat noch funktioniert, ja. Ach, es ist gar keine Vorfahrtstraße mehr hier. Warum ist da hinten eine Vorfahrtstraße und direkt die nächste Ampelkreuzung ist da keine mehr? Was soll das? Ja, du lässt mich vor, das ist gut. Du lässt mich auch vor, wenn ich rüberfahre. So. So. Hey, was machen Sie so, Tür? Ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Wie, das hat sich nicht ausgezahlt? Den habe ich jetzt nicht verstanden. Hier sind wir doch auch schon mal durchgefahren, oder? Ich meine, die Strecke soll neu eröffnet sein. Das war kein Blitzer, oder? Ah, nein, ein Schlagloch. Das war kein Schlagloch, oder? Ich weiche schon extra auf die Gegenspur auf. Ich werde hier verfolgt von Schlaglöchern. Ah! Ich sag doch, ich werde hier verfolgt. Aber das erste war, glaube ich, kein Blitzer. Das war wieder nur so ein komischer Stromkasten oder sowas. Keine Ahnung. Ich krieg da ja immer Panik mit, weil ich ja so oft geblitzt worden bin, dass ich bei jedem Kasten jetzt mittlerweile anhalte. Egal, ob das ein Stromkasten ist oder ob das tatsächlich ein Blitzer ist. Sicher ist sicher, ne? Auch Stromkästen können gefährlich sein. Bitteschön, möchte jemand raus? Nein? Nicht, dass es nachher wieder heißt, ich habe die Leute nicht rausgelassen? So, okay. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment, ist das überhaupt der richtige Bus? Das weiß ich nicht, aber du bist die ganze Zeit schon hier drin gewesen. Man sollte nicht aufs Navi gucken und gleichzeitig in eine Kurve fahren. Das könnte unter Umständen schwierig sein. Nein, Schlagloch. Nein, nein, nein. Wenn ich hier ganz langsam drüber fahre. Oh, ich dachte gerade, das Schlagloch ist jetzt hier. Kommt, Leute, fahrt! Drängelt mal ein bisschen. Wir haben doch keine Zeit. Wir können doch nicht einfach hier die Leute, die Vorfahrt haben, durchlassen. Das geht manchmal doch nicht. Fühle ich mich, als
als wäre ich in einem Spiel. Na? Das nennt sich Bussimulator 18. Hier müssen wir aber noch nicht rein, wir müssen erst die nächste rein. Kommt Leute, fahrt! Wir brauchen einen richtig guten Fluss hier. Guck mal, den lässt er doch durch, dann fahr doch einfach geradeaus. Ist das denn so schwer? Den kann er jetzt sowieso gerade noch nicht. Also da kann er jetzt sowieso nicht weiterfahren. So. Dann setzen wir uns einfach erstmal vor. Hier ist ja Vorfahrtstraße. So. Wo ist mein Hut hin? Das kann ich dir nicht sagen. Ich könnte aber mal gucken, aber da kam jetzt kein Hinweis, ob der den jetzt hier vergessen hat bei mir. Ich glaube, wenn er so sagt, wo ist mein Hut hin, dann ist es nichts, was sein Bus vergessen hat, ne? Da muss schon der Hinweis kommen, meine ich. Einen schönen Tag noch. Hier ist schon wieder viel Müll im Bus. Was soll das? Saß da nicht die Oma? Bis dann. Ja, ja, bis dann, bis dann. Ich will hier den ganzen Kram nicht haben, Leute. So. Was brauchen wir denn? Ein Wochenticket? Nein, 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 nein. Als Student wollte ich gerade noch gesagt haben und klick dann auf das andere. Danke. Endlich haben wir eine Busanbindung. So. Braun, braun, blau. Was? Mhm. Was hab ich denn? Oh. Ja, ja. Nein, es war verloren. So klar. Mhm. Natürlich hast du deine Karte verloren. Was auch sonst? Oh, 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 Schlagloch, Schlagloch. Mit 16 kann man noch drüber fahren, ne? Bin ich dran vorbei? Ja, perfekt. Oh mein Gott, ich werde von diesen Schlaglöchern tatsächlich gejagt mittlerweile. Also alle paar Meter habe ich hier Schlaglöcher. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Was? Hans ist zur Familie zurückgekehrt? Hans im Glück, er ist wieder bei der Familie. Man sollte nicht reden und gleichzeitig fahren, ich werde immer langsamer. Aber Hans ist wieder bei der Familie. Wie wunderbar. Nächster Halt. Wasseraufbereitungsanlage. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Ja, ne, fand ich auch. Man hätte einen Elefanten nehmen sollen, keine Ziege. Das wäre besser gekommen. Sind wir schon in Endstation? Nee. Doch, der Typ steht aus. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Schauen wir noch mal eben, wie viel Müll die denn schon wieder hinterlassen haben. Ob irgendjemand was vergessen hat. Nein, diesmal nicht. Okay, dann können wir abschließen. Also. Ja. Ja. Ich bin mehrfach panisch auf die Bremse gestiegen und in den Gegenverkehr reingefahren, um den Schlaglöchern auszuweichen. Dennoch habe ich es geschafft. Ich habe nur eins erwischt. Gut, das mit dem Bordstein, das war ein bisschen blöd. Aber ich habe es geschafft. Ich habe nur ein Schlagloch erwischt. Und sogar noch zwei Schwarzfahrer, glaube ich. Ja, wunderbar. Sagen die noch was? Nee, die sagen nichts mehr, ne? Dann müssen wir die Strecken fürs nächste Mal machen. Dann müssen wir einen Fahrer für einen Erdgasbus auswählen. Haben wir denn überhaupt schon Erdgasbus? Moment, da muss ich mal eben schauen. Ist der dritte ein Erdgasbus? Nee. Können wir auch noch nicht kaufen, ne? Muss man, glaube ich, erst. Typ Erdgas hier. Müssen wir Level 9 für haben? Naja, gut, bis dahin werden wir das wohl schaffen, denke ich mir mal. Ja, das ist alles Typ Diesel und so. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen schnellen Cut und dann schauen wir in der nächsten Folge, dass wir da weitermachen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.